Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. So, Part 201. Und ich habe euch was versprochen. Das gucken wir uns jetzt direkt an. Auf unserer wunderschönen Master Quest Karte. Zeig mir das. Komm, zeig mir das. Mensch. Das sieht direkt wieder so leer aus. Also ohne Scheiß, also Waffen und Rüstungen, also Kostüme, voll geil, aber wenn ich daran denke, dass wir jetzt wieder ein paar, viele Parts darauf opfern, diese Karte hier freizuschalten, wird mir bange. Dann wird mir sehr bange. Ihr werdet dann auch erstmal in nächster Zeit die ganzen alten Charaktere nicht sehen, sondern nur Sia, Pyroma und Volga, weil es für die hier natürlich größtenteils Waffen und Herzteile gibt. Also, schauen wir doch einfach mal rein. Wie ihr wisst, gibt es in der Master Quest Mission hier auf der Karte Zusatzregeln. Da ist mir auch schon sehr graus vor. Weil Master Quest ist ja nun mal schließlich Master Quest. Empfohlen Licht und oder Schatten. Das klingt zum Beispiel mal ganz interessant. Master Quest Regel, keine Heilung. Und direkt natürlich gegen Zelda. Gucken wir uns einfach mal an. Der gute Sir Volga, Medaille, ja, natürlich, wow. Oh, das ist ganz wichtig. Ich hätte gerne, dass Festungen schneller erobert werden. Und er braucht ja einiges von Zelda, der gute Herr. Und, ach, dann können wir es direkt wieder vergessen. Leck mir alle am Arsch, ey. Ihr könnt mich sowas von am Arsch lecken. Naja gut, vielleicht kriegen wir ja gleich noch ein bisschen was. Wir gehen erstmal in den Trankladen und schnappen uns einen Beutetrank, weil wir ja geil sind und weil wir herausgefunden haben, dass der goldene Beutetrank einfach sowas von überhaupt nichts bringt. Der war wunderschön, ja, Drachenspeer. Den können wir ja gleich mal benutzen. Ich denke nicht, dass die erste Mission so hart wird. Keine Heilung ist jetzt auch irgendwie mal ein Ding, was uns so scheißegal sein kann, weil wir wollen ja sowieso wenig Schaden bekommen. Das erste, was ich jetzt noch mache, ist ein bisschen in den Trainingsraum gehen, einfach nur, um uns einen kleinen Vorsprung zu verschaffen, weil schaut mal, die ersten paar Level, die sind einfach, naja, billig. Die sind einfach billig. Und das ist mal eben das Doppelte an Angriff. Gut, ich glaube, dann haben wir's. Probieren wir das doch einfach mal aus. Keine Heilung ist jetzt, ne? Goldene Skulltulas. 100 goldene Skulltulas sind über die ganze Welt verstreut. Besiegst du sie, erwarten dich verschiedene Bildfragmente. Füge sie zu einem Ganzen zusammen, um deinen Lohn zu erhalten. Goldene Skulltulas erscheinen während der Schlacht unter bestimmten Bedingungen. Spinnenwandmagie. Das kennt ihr alles schon. Übrigens. Oh, das ist eine kleinere Map. Okay. Lass mal sehen. Erfülle die Mission. Keine ganze Schlacht? Aha. Aha, aha. Zeitlimit 6. Okay. Ich bin verwirrt. Ja, bevor ich anfange. Ich habe es ja im letzten Part gesagt, ich sammle die goldenen Skulltulas von der Abenteuerkarte 1 jetzt so offscreen, damit ich euch damit nicht nerve. Ich habe sogar schon ein Bild komplett, ich habe mich an ein paar dran gesetzt. Und ich werde dann im nächsten Part einfach, weil ich wollte jetzt auf Part 201 einfach unbedingt hier mal die Master Quest Karte anfangen. Ich werde dann also in den nächsten Parts einfach die Bilder zeigen und die Bonusmissionen dafür machen und ne, also wie ihr das alles kennt. Keine Sorge, deswegen. Schlacht beginnen! Bitches! Bam! Was? Besiege vor Ablauf der Zeit möglichst viele Feinde. Es geht ab hier!
möglichst viele Feinde. Das ist auch was Krasses. Was ist der Transportsoldat? Gut, dann tun wir, wie uns geheißen. Volle Latte! Bam! Jo, Mann, was geht denn ab mit dem Kerl? Alter Schwede! Ganz vergessen, wie geil das funktioniert hier! Läuft bei euch! Zwei und... Oh, servus, wer bist du denn? Komm, gib ihm! Na, das war jetzt natürlich viel Landing-Lag, aber mal gucken, ob es noch funktioniert. Komm, geh noch mal durch! Bam! Ja, 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 ja! Volle Kanne! Hab ich gerade wieder Spaß daran, Volga zu zocken, ey, ist das super. Er drauf, der Kerl! Verbrennt alle, ihr kleinen Hurensöhne! Komm, gib ihm! Scheiße! Komm, bring's alle um! Und, das ist Werbung? Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ich habe mal gerade die Boxen ausgeschaltet. Komm auf, Kacke! Gib ihm nicht! Gib ihm hart und dreckig! Ah, komm, 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 komm! Und weiter! Krieg ich noch ein paar? Jawohl! Zieh durch! Das Ding braucht so lange zum Chargen, aber eigentlich... Boah, ist das ein Nuke! Komm, ein bisschen Magie schadet nie! Will ich! Ach komm, da vorne ist eine volle Pulle, gönnen wir uns! Ihr Lappen! Feuer frei! Boah! One Hit! Spieß dich weg, du Penner! Komm, sollen wir nochmal? Weil es so viel Spaß gemacht hat! Feindliche Verstärkung! Der Zähler kommt gar nicht mit da unten. Boah! Komm, nochmal, nochmal! Ja, Mann, mach die ganze Scheiße nochmal voll! Weiter, weiter, weiter! Komm, Großer! Komm, gib ihm! Ich will den 500er Erfolg! Komm, gib ihm! Komm, 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 komm! Komm, komm! 50 noch! Komm! Ja! Komm! Ja! Ja! Alter Kacke!
Sterbt alle, ihr Mistviecher! Wie geil war der denn? Ach du heilige Scheiße! Raste aus, du Sau! Komm nochmal! Boah! Ich fahr mir hier den Arsch ab! Die Mission mache ich mit dem Masterschwert. Kein Problem. So. Zwei, drei und Feuer. Gleich ist die Zeit rum. Gucken, ob das... Das müsste eigentlich irgendwie ausgereicht haben, glaube ich. Ach du Scheiße! Kannst du mir am Arsch lecken mit keiner Heilung? Boah, das scharf! Megusta Master Quest Karte! Du hast keine Augen. Ich will das, gib mir das. Will ich. Da darf man sich auch nochmal freuen. Jo, ey. Das ist okay, machen wir so. Completely A-Ranking. Imog? Ja, Santo irgendwie... Nö. Übrigens, Säbel der Düsternis. Ich hab bisher gedacht, der kommt wirklich nirgends vor und wäre vielleicht eine Waffe gewesen, die sie für jemand anderen konzipiert haben, weil er so lang ist. Stimmt nicht. Ich habe mir wieder ein paar Ausschnitte aus alten Zelda-Games angeguckt, weil YouTube. Und denke mal, ich bringe euch die Nebeninfo einfach mal so ein. Das ist das Schwert, weil ohne Scheiß, ist es, für mich ist es kein Säbel. Es ist das Schwert, was er in Twilight Princess dem Knochen-Endgegner Star-Lord in den Schädel rammt, um ihn zu kontrollieren im Wüstentempel. Also, nice one, Nintendo. Also, Tecmo Games, wenn ihr so wollt. Wii Force. Wer auch immer da in die Suppe gespuckt hat. So, das kann alles weg. Das ist cool so? Ja. Moblin, Speer, Zeldas Brosche, ist auch cool. Gar nicht so viel. 8 Stück, 6. 13, ja, okay. Neuer Orden, magischer Krieger. 500 Feinde während eines einzigen Einsatzes von Magie besiegt. Auf den war ich so heiß. Auf den war ich wirklich so heiß. Aber ohne Scheiß, die Quest war auch dafür ausgelegt. Ich glaube, das, den Erfolg haben die meisten damit gemacht. Trotzdem war's geil! Oh, komm schon, jetzt... Was, dass der immer so lange braucht, um mal eben eine Textnachricht im Miiverse zu posten? Ihr seid doch scheiße. Hatten wir aber lange nicht. Nice one. Und es gibt natürlich wieder... Okay, jetzt geht sowas los. Okay. Ja, die Mission werde ich öfter machen. Also lass doch mal sehen. Ich glaube, ich gehe erst hier hin. Hier gibt es einen Kompass. Ich mag Kompasse. Was ist denn das?
Krieger des Wassers. Das sieht mir nach einer richtigen Schlacht aus. Master Quest Regel Zeitdruck. Aber ohne Scheiß, eigentlich pushen uns die Master Quest Regeln ja sowieso nur auf den Goldrang zu, glaube ich. Also insofern. Don't care! Was ist das hier? Besiege die Truppen mit der. Achso, mit der gestärkten Rolle. Master Quest Regel Zeitdruck. Kein Blocken. Und die Verräter. Spoiler! Hier muss ich mit Sia dran. Da habe ich irgendwie noch ein bisschen Respekt vor. Die spiele ich ja nicht so frei intuitiv wie unseren guten Volga. Und ich weiß auch nicht, wie lang die ganzen Quests werden könnten. Besiege die Truppen mit der gestärkten Moral. Das wird auch... wird schon passen. Ich mache hier an der Stelle erstmal einen Cut, das sind 16 Minuten. Meine Güte, aber der nächste Part bringt dann mehr. War jetzt erstmal so weit zum Vorstellen. Weil wir ja jetzt nun mal eine neue Map haben. Ihr kennt das Spiel. Kommentiert mir, in die Kommentare, wo ich hin soll, was ihr als erstes sehen wollt. Wenn ihr Bock habt, kann ich hier auch nochmal kurz durchlatschen. Hier haben wir wohl eine Sternenwaffe für Impa. Ein Kostüm für Pyroma. Ein Kostüm für Sia. Ein Kostüm für Gan. Eine Sternenwaffe für Girahim. Eine Sternenwaffe für Fei. Eine Stufe 3 Waffe für Sia. Kostüm für Fei. Kostüm für Girahim. Stufe 2 Waffe für Pyroma. Kostüm für Zelda. Kostüm für Sheik. Waffe für Zelda Stern. Stufe 3 Waffe für Pyroma. Stufe Sternwaffe für Link. Stufe 2 Waffe für Volga. Warum erst da oben? Fickt euch. Kostüm für Zanto. Kostüm für Midna. Kostüm für Agneta. Will keiner. Kostüm für Link. Da hätte ich sehr große Lust drauf. Sternwaffe für Lana, Stufe 3 Waffe für Volga. Warum ist die Stufe 3 Waffe für Volga da unten? Ohne Scheiß, was? Erzähl mir das. Ein Kostüm für Lana. Und, hier. Kostüm für Daronia, Kostüm für Ruto, Kostüm für Volga. Da bin ich auch gespannt drauf. Bitte lass ihn schwarz sein. Und eine Stufe 2 Waffe für Sia, die auch wieder da oben rumgammelt. So. Damit habe ich die verbleibende Zeit doch eigentlich ganz gut genutzt, um euch auch mal ganz kurz einen Überblick zu verschaffen. Ihr sagt mir, wo ich als erstes drauf zusteuern soll. Ihr sagt mir, was ihr sehen wollt. Und ich werde mich nach bestem Bemühen dafür einsetzen, dass das passiert. Ist das cool so? Alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Und ich bin so froh, dass wir jetzt endlich auf der Master Quest-Karte sind. Ist auch irgendwie was Neues, ihr habt es ja gesehen. Es ist neu, andere Charaktere, ein bisschen Herausforderung, finde ich ziemlich geil so. Also, abonnieren, liken, kommentieren und wenn ihr Bock habt, dann teilt das auch noch. Wäre ein ganz großer Freundschaftsdienst. Ich hab euch lieb. Also, bis zum nächsten Part.